Also Leute, zurück zu Let's Play Graveyard Keeper Game of Crone. Da befinden wir uns und ich habe ein bisschen Zeit vergehen lassen und die Zufriedenheit ist hier gestiegen, wie ihr sehen könnt. Da können wir doch gleich den Kochtisch vom letzten Mal bauen. Ich könnte auch Beete bauen, ich könnte auch ein weiteres Wohnzelt bauen, weil ich mache erst erstmal, ich könnte auch neuen Flüchtlinge, ich könnte so vieles. Aber erstmal Koch, wobei Beet und Flüchtling wären vielleicht auch ganz cool. Ich glaube, das ist sogar besser. Beet. Einen neuen Flüchtling, weil er könnte neue Quests geben. Und ein weiteres Beet. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann kümmern wir uns erst darum. Wobei die Küche auch ganz cool gewesen wäre, aber... Machen wir erstmal das und holen einen neuen Flüchtling. Mal schauen, vielleicht kommt da jemand, der auch wieder Quests gibt. So, das wird ausgehoben. Die Beete sind ja jetzt da, aber was bringt es einem? Hör mal, bist du neu? Ja, du bist neu. Hey, ich kenn dich doch, du hast meinen Laden zerstört. Du hast meinen Verkäufer auf die Nase geschlagen und dann hast du mich einen tollwütigen Hamster genannt. Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, was. Wie konntest du aus dem Gefängnis entkommen? Du musst mich mit jemandem aus anderem verwechseln. Ich war noch nie in der Stadt. Ach, komm schon. Diesen albernen Bart erkennt man doch überall. Scheint so sicher zu sein. Okay. Das hilft mir nicht weiter. Ja. Jetzt muss ich Samen besorgen, um im Beet was anzupflanzen. Toll. Doll, doll, doll. Doll. Nein. I am a genius. Gut, dann müssen wir racen. Halt. Bevor ich da zurückrenne und dann wieder keinen Platz habe. Ich habe extra Äpfel gesammelt, weil ich bin zu faul langsam zum Kochen für die... Und Äpfel geben auch Nahrung. Dementsprechend. Die haben viele Pilze. Naja, wichtig ist, dass sie ihre Zufriedenheit noch umgehen. Samen. Ja, Samen. Mal schauen, was wir da anpflanzen würden. Wir könnten Karotten anpflanzen. Da könnten sie auch Karotten essen. Oder die Köchin könnte Karotten... Steaks, Pfannkuchen, was auch immer machen. Wir könnten auch die Qualität verbessern. Könnten wir. Karottensamen mitnehmen. Torf ist noch da für die anderen Sachen. Das ist geil, dass der so schnell wieder ready ist. Das ist wirklich geil. Das erleichtert einiges. So, fertigen. Karotten. Und nochmal Karotten. Oh gut. Ob wir es brauchen oder nicht, ist eine andere Frage, aber ja gut. Dann gehen wir mal zum Vampir. Den haben wir ja eigentlich versorgt mit Stuff. Okay, so viel dazu. Ja, hat mir mehr Geld dafür gegeben, aber das bringt mich halt nicht weiter. Vielleicht war das auch ein Fehler am Ende. Boah, oh, das hat mich jetzt voll erschrocken. Bin gerade zusammengezuckt, dieses... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich war jetzt für Gedanken versunken in der Überlegung... war das eine Fehler, so viel Blut dem zu geben? Weil jetzt habe ich kein Blut mehr für andere Sachen. Das war mein ganzes Blut, das ich dem reingepumpt habe.
Das bedeutet... Oh, belastend. Habe ich da noch irgendwo Blut? Das ist jetzt nicht der Weltuntergang, dass ich kein Blut mehr habe, aber... Schön ist auch was anderes. Auferstehungstisch, blablabla. Gut, dann muss ich mehr Karotten machen. Weil... Dann brauche ich mehr Leichen. Und eine Nachricht von hier seinem Kumpan habe ich noch nicht bekommen. So viel dazu. Der könnte ruhig ein bisschen mehr Hinweise geben, wo ich was bekommen kann. Ich kann mal in die Stadt gehen. Nee, wobei. Da müsste eigentlich alles in Ordnung sein zurzeit. Ah, die will ich nicht. Ich will nur die Karotten. Ah, so viel Pflanzenmüll. Ärgerlich, ärgerlich. Karottensamen wieder abgeben. Äpfel. Die Karotten. Ah ja, stimmt. Ich habe Brot im Ofen gemacht. Das Brot könnte ich doch bestimmt. Kann ich das Brot nicht irgendwie weiterverwenden? Irgendwas aus dem Brot machen? Bratapfel, auch nicht schlecht. Bratpilze, auch nicht schlecht. Spiegeleier. Wir brauchen halt energiereiches, wie Fischnuggets. Das brauche ich aber viel. Ja, gebratener Lachs, nee. Einfaches, was viel Energie gibt. Was ist einfach und gibt viel Energie. Ja, die Kürbissuppe, die haben wir lange Zeit gemacht. Milch, die müsste unten sein. Habe ich nicht hier irgendwo Milch gesehen? Irgendwo nicht hier, aber im anderen Bereich. Da unten, glaube ich, war Milch. Und mit Milch. Ja. Nein. Milch, 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 Milch. Keine Milch zu sehen. Na gut, dann kaufen wir welche. Ist ja kein... Moment. Kein Platz. Milch und Kürbisse. Milch und Kürbisse machen wir super leckere Suppe. Suppe. Das Brot können wir erstmal ablegen. Die Karotten können wir erstmal ablegen. Jägermedaille. Wärterschlüssel. Kann es sein, dass ich noch die ganzen Items hier irgendwo habe? Egal. Hatte ich hier auch keine? Ich hatte keine Milch. Ah, draußen vielleicht. Irgendwo dachte ich, hatte ich noch Milch gesehen. Wenn nicht, nicht der Weltuntergang, gehe ich einkaufen. In die Stadt. Aber nicht heute. Ich sollte vielleicht mal auch die Quests anschauen. Vom Esel zum Beispiel. Gibt's da... baue eine Küche für die Köchin. Versorge ihn mit Blut. Der will wahrscheinlich... Nachdem der Esel kommt. Erhalte die Nachricht, nachdem der Esel kommt. Am Tag, nachdem der Esel kommt. Der kam ja vorhin. Vielleicht war das aber falsch, dass er vorhin kam. Vielleicht sollte er nicht vorkommen. Totes Pferd. So, wie sieht's hier aus? Gibt's hier irgendwas Neues? Hast du irgendwas Sinnvolles? Du hast noch einen Ruhestein. Tatsächlich könnte ich... Ach stimmt, Zwiebelringe. Zwiebelringe waren ja OP. Naja, 12 ist jetzt nicht so der Hammer. Aber da hatte ich ja... Stimmt, die waren ziemlich chillig zu machen. Da erinnere ich mich. Oder Händler. Brauche ich noch mehr Seide? Ich weiß es nicht tatsächlich. Nehmen sie einfach. Shit. Eine weg. Ich will nicht, dass das zu viel im Inventar steckt. Wobei, im Intro-Video oder im Trailer-Video hat man gesehen, in dem Spiel gibt es jetzt auch Taschen.
könnte nützlich sein, muss es aber nicht. Und ich weiß noch nicht, wie ich sie mache. So. Weil Technologien und sowas sind wir noch nicht weiter. Haben wir noch herausgefunden, wie man das alles freischaltet. Kommt erst noch wahrscheinlich. Ja, ich warte jetzt größtenteils darauf. Na, Tag, nachdem der Esel versorge ihn mit Blumen. Warum sind die Quests jetzt unten? Soll mir recht sein. Aber warum? Karte. Hier ist jetzt das Flüchtlingslager eingezeichnet. Sehr schön, sehr schön. Sonst gibt es hier nichts Neues auf der Karte. So wie es aussieht. Auch okay. Deswegen bin ich jetzt hier. Dammit. Milch. Hat das nicht die gehabt? Ja genau, das war die Kuhfrau da, oder? Wobei, Milch gab's mit Milch nicht auch dort vorne bei den Hühnern? Nee, da gab's Federn und Eier. Oh, Eier können wir auch mal mitnehmen. Sehr gut. Eier und Milch. Und dann machen wir für die Flüchtlinge lecker Essen. Und dann sollte es für diese Quest rein. Oh ja, viel Milch. Sehr schön. Einmal mit Milch. Ich könnte einmal mit Blut besser gebrauchen. Muss ich leider zugeben. Ist halt so. So, zu Hause. Ist es am schönsten. Und jetzt wird Kürbissuppe gemacht, meine Lieben. Kürbissuppe. Juicy, lecker. Moment. Wie konnte man hier mehr machen? Jeder von aber macht dich stärker, auch die Böse. Du hast dich an deine dunkle Seite gewöhnt und sie lässt dich effektiver erschaffen. Moment, an meine dunkle... Oh, ich gehe irgendwann zur dunklen Seite der Macht, das ist schön. Aber... Konnte ich nicht irgendwo auch Mengen angeben hier? Wenn nicht, ist es lästig. Das ist nicht gut. Das ist uncool. Na gut, okay. Machen wir einen Cut und dann bin ich gleich wieder da. Es hat die Quest aufgeploppt. Anscheinend hat der Esel mir eine neue Quest gegeben. Oh ja, da ist jetzt was. Der Esel musste einfach nochmal kommen, sozusagen. Revolutionäre Nachricht 1. Alle Macht den Eseln. Erstens, der Rattenchef kann nicht lesen, aber er mochte die Bilder in deinem Kochbuch. Also hat er sie rausgerissen und aufgegessen. Zweitens, es gab nicht genug Äpfel, also haben sich die Esel darum gestritten und es gab eine Menge Verluste. Aber sie sind dir für deine Bemühungen dankbar. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDPDEP zu erlangen, erfolgreich getan. Weiter zu, du wirst gestohlene Bankchecks und Schmuckstücke in der Kiste erhalten. Wir haben Aphorismen über die Schädlichkeit des Geldes und wir werden sie anstatt der Schecks und des Schmucks in die Briefe stecken. Oh, und ich verkaufe den Schmuck und schicke uns das Geld. Das wird uns bei unserem großartigen Vorhaben helfen. Die haben doch gerade noch gesagt, dass Geld schädlich ist. Jawohl, eigentlich ist Geld ja schädlich. Also, kannst du das Geld behalten? Schicke uns stattdessen 5 Glauben, sodass wir auch weiterhin an eine aussichtsvolle Zukunft für alle Esel glauben können. Kreuzen wir unsere Schwänze. Wenn dieses LGDP mich nicht für meine Hilfe bezahlt, dann stecke ich denen noch vergiftete Karotten in ihre Eselskiste. Neue Technologie freigestellt. Aphorismen über die Übel des Geldes. Größtenteils unterhaltsam. Keine Meisterwerke, aber mit Herzblut geschrieben. Ja. Koch der Revolution. Achievement. Ja. Absenden von Glauben und Aphorismen. Schauen wir mal. Muss ich mal machen. Aphorismen schauen. Machen wir dann. Viva la Revolution! Der Esel. Der Esel ist auf unserer Seite. Meine Freunde, der Esel.
hat gesprochen. Was müssen wir machen? Ist das der falsche Tisch? Falscher Tisch? Tisch. Dann halt der Tisch. Notizen. Blablabla. Fluglord. Aphorismen des Geldes. Über die Übel. Blablabla. Mach mal. Einmal bloß, oder? Über die Übel des Geldes. Ach, schnell, bevor der Esel wieder da ist. Yes. Geil. Gut, auch das geschafft. So, in der Zwischenzeit. Suppe. Es gibt Suppe. Immer wieder Suppe machen mittlerweile. Die Suppe gebe ich dann super gut an den, an die Leute dort oben. Eine Schüssel Kürbissuppe. Anfertigen. Und weiter geht's. Dann Teleportation. Hier. Zum Flüchtlingslager. Hey, caramba. Hier regnet es aber ganz schön. Und dadurch leckt es ganz sehr. So, ich kann weitere Beete machen. Bringt aber keinen was. Neue Flüchtlinge, dazu brauche ich ein neues Wohnzelt. Neues Wohnzelt geht sogar am ehesten. Aber ich kann das Essen schon mal abgeben. So, ich habe auch mal Suppe für euch zur Abwechslung. Hier noch ein paar weitere Äpfel. Die schaden nie. Aber ich glaube, die Küche sollte als nächstes gemacht werden, oder? Die Küche. Andererseits, ja doch, wir machen jetzt die Beete fertig. Dann haben wir das durch. Oh, jetzt ist da ein Busch. Der war doch gerade noch nicht da, oder? Als wenn da jemand einen Busch haben möchte. Eigentlich will ich die Beete gar nicht nutzen, weil das ist nur extra, weil ich will nicht so viel Arbeit hier haben. Die sollen sich selbst versorgen, auch wenn es Aristokraten sind. Da müssen sie halt einen Gärtner einstellen von mir. So, einen Gärtner Flüchtling sich organisieren. Der Vampir kann in der Nacht doch arbeiten. So, Bett. Wir brauchen ein Bett. Sehr gut. Es ist wirklich... wird es wirklich mit 2T geschrieben? Bet wie Bett? Tatsächlich habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Aber andererseits, das frage ich es auch nicht wirklich. Mir egal. In Wirklichkeit. Was ist mit den Karotten eigentlich geschehen? Wer hat die Karotten gegessen? Wo sind die hin? Habt ihr sie eingelagert oder wie? Ja, tatsächlich. Okay. Ja, ihr habt jede Menge zu essen jetzt für die nächste Zeit. Jede Menge. Das reicht. Das ist nur eine Frage der Zeit. Sehr schön. Gut, das war das. Die revolutionäre Nachricht war das. Zu Hause ist es doch am schönsten. Wir hauen da mehr Suppe. Also ich mache jetzt die ganze Zeit Suppe und dann kriegen sie Schüssel von Kürbissuppen. Ich mache zuerst das, wobei, doch genau, weil das im Inventar ist. Ist zwar nicht das Bessere, aber es ist gut. Dementsprechend mache ich so. Jetzt schaue ich nochmal schnell runter, ob der Esel hier was hinterlassen hat. Und ich hoffe, nichts Schlechtes. Halt! Das habe ich noch gesehen. Ja, damit. Gleich eine neue Suppe rein. Sehr gut. Weil damit sind die dann versorgt. Die haben so viel Nahrung, Trinken und alles und pipapo. Das Flüchtlingslager, das kommt klar. Das ist ja bloß jetzt eine Frage der Zeit. Aber nee, hier hat sich nichts verändert. Karotten sind noch vorhanden, Leichen, ja, um die müssen wir uns halt kümmern, jetzt, da wir den Esel immer wieder herstellen. Wobei, hatte der Esel jetzt sogar einen Ruhetag mittlerweile, durch seine Revolution oder so? Das Blut hätten wir gerne, tatsächlich. Ja, gut, wir brauchen sogar das Zeug, was er uns mitbringt. Oder wir können es nutzen, sagen wir es so. Das Fleisch könnten wir zu Fleisch verarbeiten. Und dadurch Burger und so ein Zeug machen und das der Inquisition verkaufen. Ach, ich liebe das Spiel. Dieser schwarze Humor. Dieser schwarze Sarkasmus. Oder die Ironie.
Ja gut, sehr schön, sehr schön. Halt die Leiche mitnehmen. Verbrennen oder nicht verbrennen? Nicht verbrennen. Ich brauche das Geld nicht und für was anderes ist das Verbrennen nicht gut. Ich brauche das Geld nicht. Das ist ein Luxus. Ja gut, wenn das dort oben, wenn man da den Friedhof richtig gut gepimpt hat. Ich habe ihn ja bloß bis zu einem bestimmten Grad gepimpt. Es gab ja noch vieles mehr. Und wahrscheinlich werde ich mich auch mal hier um die neuen Sachen kümmern, die mir anschauen. Aber auf jeden Fall, ja, da geht noch einiges. Hier, seht ihr. Ich habe hier noch hier lauter Ablassbriefe oder Bestattungsurkunden. Da geht noch einiges. E-Grab, ein Grab, ein Grab. Grün und sowas gebaut. Jetzt könnte ich noch Marmormauern bauen. Alles hier gut. Aber es ist jetzt schon gut in meinen Augen. Ausreichend gut. Es gibt Geld en masse. Aber Geld ist nicht mehr notwendig. Und das ist ein Luxus, den wir haben, weil wir das Spiel schon durch haben. Fleißig. 71. Sehr fleißig, auf jeden Fall. Also Bier. Ich glaube, Bier unten scheitert nur am Wasser. Nur das Wasser müsste Mangelware sein. Alles andere dort unten sollte für die Bierproduktion vorhanden sein, weil das Getreide müsste runtergelagert werden, oder? Oder nicht? Ich weiß es jetzt tatsächlich gar nicht. Ich bin gar nicht mehr drin in dieser ganzen Automatisierung. Was ist da noch alles automatisiert und was nicht? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber ich bin froh, dass ich zumindest weit vorgesorgt hatte. So, hier einmal Wasser. Benutzen. Oh, Snake. Oder Snake? Snake? Irgendwas. Irgendwie sowas. Da läuft er. So, jetzt kann der Bier, genau, das Bier geht jetzt weiter. Das ist nämlich immer die Mangelware hier. Wobei nicht immer. Getreide ist tatsächlich als nächstes auch Mangelware. Okay, aber Wein, glaube ich, wird runtergelagert, oder? Dann holen wir uns mal Getreide. Der Esel, hat er eine neue Nachricht? Esel! Nachrichten! Nein! Na doch, tatsächlich. Ah, nachdem der Esel kommt, okay. Okay, na gut. Nachdem der Esel kommt. Das bedeutet, ja, erst das. Ach, theoretisch hat er es jetzt wahrscheinlich abgeholt und beim nächsten Mal bringt er die Nachricht. Wie unauffällig. Die Pseudo-Revolution. Bin ich mal gespannt, was das wird. Aufstand der Esel und der Ratten. So, Wein ist genug da, Getreide ist genug da, Wasser ist einiges da. Die Produktion von Alkohol ist ongoing. Das bedeutet, das Flüchtlingslager, darauf warten wir jetzt als nächstes die Küche bauen zu können, um dort weiter voranzukommen. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal genauer anschauen. Genauso wie wahrscheinlich, wie es weiter mit der Revolution geht. Oh ja. Das werden wir auch beim nächsten Mal erfahren. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.